In diesem Video geht es um eine Auswahl an Grundbegriffen der Semantik, die Frage, was ist Bedeutung, sowie die lexikalische Bedeutung und verschiedene Ansätze der Wortbedeutungen, wie etwa die Denotation, die Konnotation, die Intention und die Extension. Bevor das Video startet, möchten wir euch noch folgende Hinweise geben. Zum einen findet ihr hier nur eine Auswahl an Grundbegriffen. Wir haben die wichtigsten für euch ausgesucht. Wenn ihr gern mehr erfahren wollt, dann werft unbedingt einen Blick in eine Einführung in die Semantik. Zum anderen ist aktuell immer noch stark umstritten, was genau LinguistInnen unter dem Begriff Bedeutung verstehen. Wir zeigen euch hier ein mögliches Verständnis von mehreren. Schauen wir uns die lexikalische Bedeutung zunächst am Beispiel des Lexems der Bulle an. Ein Lexem ist eine von Flexionsmerkmalen abstrahierende Klassenbezeichnung. Lexeme können einfache oder komplexe Ausdrücke mit lexikalischer Bedeutung sein. Sie bilden das Lexikon einer Sprache. Ein Lexem ist eine sprachliche Einheit, die durch folgende konstitutive Eigenschaften bestimmt ist: die Lautform, die Schriftform, falls es für die Sprache eine Schriftnorm gibt, und syntaktische Kategorien, wie zum Beispiel die Kategorie Adjektiv oder intransitives Verb, mit inhärenten grammatischen Eigenschaften und grammatischen Formen, und die lexikalische Bedeutung. Am Beispiel des Lexems Bulle im Duden sehen wir, die Bedeutung des Lexems ist Bulle, geschlechtsreifes männliches Rind. Mit angegeben sind für das Nomen Bulle die Nennform des Lexems, der Artikel, die Endung für Genitiv Singular und die Flexionsform mit den Merkmalen Nominativ und Plural. Weiterhin können wir zwischen einem Autosemantikum und einem Synsemantikum unterscheiden. Ein Autosemantikum ist ein Inhaltswort. Es besitzt unabhängig vom Kontext eine selbstständige Bedeutung, ist satzgliedfähig und die Wortklassen im Deutschen sind hier vor allen Dingen Substantive, Verben, Adjektive und Adverbien. Für den Ausdruck Bulle können wir mehrere Bedeutungen angeben. Eine ist beispielsweise ein geschlechtsreifes männliches Rind. Ein Synsemantikum ist ein Funktionswort. Synsemantiker tragen häufig keine eigenständige, kontextunabhängige lexikalische Bedeutung. Sie übernehmen primär grammatische Funktionen. Sie sind nicht zwangsläufig satzgliedfähig. Zu ihnen zählen insbesondere Artikel, Konjunktionen und Präpositionen. Für den Ausdruck der können wir keine Bedeutung im eigentlichen Sinne angeben. Wir können die Wortart angeben oder die grammatische Funktion im Satz beschreiben. Es aber nicht definieren. Neben den Auto- und Synsemantika gibt es noch weitere Bedeutungsbegriffe, wie zum Beispiel die Denotation und die Konnotation. Die Denotation meint die kontext- und situationsunabhängige begriffliche Grundbedeutung eines Wortes. Bedeutungen dieser Art werden auf gesellschaftliche Konventionen zurückgeführt und sind objektiv und neutral. Der Polizist bezeichnet in neutraler Weise einen Angehörigen einer bestimmten Berufsgruppe. Aber Achtung! Der Terminus Denotation hat in anderen Teilbereichen der Linguistik noch andere Bedeutungen. Die Konnotation fügt der Gesamtbedeutung wertende, oft emotionale Elemente hinzu. Neben wertenden oder emotionalen Komponenten kommen aber auch stilistische Markierungen, konventionelle Assoziationen und so weiter hinzu. Diese Nebenbedeutung entzieht sich einer generellen, kontextunabhängigen Beschreibung. Der Ausdruck Bulle ist im Gegensatz zu Polizist negativ konnotiert. Nenne ich einen Polizisten so, drücke ich eine negative Bewertung der Person oder des Berufsbildes aus. In der logischen Semantik wird außerdem zwischen Extension und Intention eines sprachlichen Zeichens unterschieden. Die Intention ist der Begriffsinhalt, also die Summe aller Merkmale,
zum Beispiel die Eigenschaften von Gegenständen. Diese Eigenschaften werden über eine semantische Beschreibung der Gegenstände, auf die das Wort verweist, erfasst. Eine semantische Beschreibung des Begriffs Fahrzeug könnte lauten: unter anderem mit Rädern, Kufen oder Tragflächen ausgerüstete Konstruktion mit Eigen- oder Fremdantrieb zur Beförderung von Personen und Lasten. Sie ist hier der Inhalt des Begriffs, der sich durch Eigenschaften eines Fahrzeugs ausdrückt, wie zum Beispiel seinen Zweck, etwas zu befördern. Die Extension gibt den Begriffsumfang, also die Menge aller Objekte, auf die man das Wort anwenden kann, an. Die Menge der Objekte wird in Bedeutungsbeschreibungen über Beispiele für Gegenstände erfasst. Der Begriffsumfang vom Begriff Fahrzeug beispielsweise besteht aus den Unterbegriffen Landfahrzeug, Wasserfahrzeug, Luftfahrzeug und Raumfahrzeug. Sie sind die Menge aller Objekte, die sich dem Begriff Fahrzeug zuordnen lassen. Hier sehen wir bildlich einige dieser Objekte, wie ein Fahrrad, einen PKW, aber auch verschiedene Arten von Schiffen oder Flugzeugen. Der Begriffsumfang wird umso kleiner, je größer der Begriffsinhalt ist. Definieren wir beispielsweise statt Fahrzeug den Begriffsinhalt für Landfahrzeuge, fallen in unserer Abbildung sämtliche Schiffe und Flugzeuge raus. Relevant sind dann entsprechend nur noch die Objekte, die auch die Merkmale eines Landfahrzeugs aufweisen.